Hey, was geht ab, Leute? Und willkommen zurück zu einem neuen Part von Batman Arkham Asylum. Und wir retten jetzt die nächsten zwei Doktoren. Muss ich erstmal gucken, wo sie wieder rausgeht. Hab nämlich keine Ahnung, was ich hier hinten irgendwo. Boah, stressig. Ich nehme den Part hier übrigens direkt nach dem anderen auf, weil Bock. Hier geht's durch, oder? Nee, hä? Alter, dieser Raum verwirrt mich immens. Bruder. Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Hä? LOL, er macht einfach Machtschub. Habe ich dich im letzten Part übersehen? Leute, schreibt schon mal in die Kommis. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titanprozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Patient X. Okay. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Digga. Er wird mich übelst, wenn so 10 Millionen Leute reden. Oh, er ist tot, oder? Nee. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß ich nicht. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon... Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Okay. Finde und rette Dr. Chen. Erfüllt. Ich irgendwie so eine Nebenmission. Mann, ich will dieses Heckteil haben. Ich glaube, das bekommt man ziemlich erst am Ende. Alle Patienten ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkunft zu begeben. Ich bin nicht sicher, ob ich ein einziges Lied weiß. Zu meiner Party von unseren alten Freunden. Einer von denen allein. Genau. Ich glaube, der letzte wird ganz schön schwer. By the way, mir fällt gerade so ein, dass ich die gleiche Reihenfolge wie damals mache. Nur noch Beste sieht das hier nicht aus. Es wird immer gruseliger hier. Aber das ist wohl die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen sich, also das ist noch. Irgendwann, ich glaube, man kann das auch skillen, dass man mehr Better Rings wirft. Wir schlafen wie ein Mädchen. Hier ist das mädchenhaft. Holy Mann, immer diese provozierenden Sprüche machen mich fertig. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht mit dazu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles ja, halt einfach die Schnauze und sterb. Ach, bitte nicht. Nein. Ach, wir sind angegriffen. Sie ist tot. Jemand muss es Joker sagen. Ah. Ah, oh. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Seiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats.
Oh Mann, eigentlich wollte ich das mit so richtig wenigen Fails durchmachen. Also bisher haben wir ein Fail. Immer, also ab jetzt mache ich immer am Part-Ende. Wie viele Fails wir haben, also das ist bisher ein Fail, weil... Das zählt jetzt wirklich als Fail. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Ich werde dir wehtun. Dr. Young Horn, alles ist gut, Bro. Alles gut in der Unterhose. Was geht? Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Okay. Dr. Young ist... Ah ja, Verbesserung. Also ich würde sagen, wir könnten uns einen Panzer holen. Oder noch ein bisschen mehr auf Kombos gehen. Was ist das denn? Ermöglicht Batman Gegner unter Wasserspeiern nach oben zu packen und gefesselt zu... Okay, das ist cool. Verdoppelt im Falle eines perfekten Timings die effektive normale Angriffe verdoppelt Kombo. Verbessert während einer Kombo den Battery mit dieser Gegner aus. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo den sofortigen Ausschalten. Irgendwie ist das mal eigentlich. Aber ich glaube, wir können noch was upgraden. Ja, ich. Nee. Okay. Das gesamte medizinische. Jetzt müssen wir zum Fahrstuhl, Schatz. Mal. Das Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Ist er wahrscheinlich tot. Ich wollte gerade sagen, jetzt hole ich zum Fahrstuhl zurück. Ich habe Plätze an der Ringseite. Harley bringt Popcorn mit. Lol. Ich kann's nicht erwarten. Was wär denn? Als ob sich da einfach so ein Psychopath in so einer Kiste versteckt hat. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Alter. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben... Amadeus Arkham! Wo leben wir hier? Good morning! Hast du sie gefunden? Geht's Ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber... Wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum. Häuser nicht sauber sein, hier stinkt's. Den Dude haben wir schon mal. Den Young Flexer. Nur drei Stück? Boah, ich habe das Spiel auf normal gestellt. Damals fand ich das unheimlich schwer. Vielleicht war ich auch damals einfach noch schlecht, weil ich das erste Mal gespielt habe, das Spiel. Aber ich weiß, dass ich hier bei dem Spiel den einen oder anderen Ausraster hatte. Auf jeden Fall, das weiß ich. Okay. I must to the Fahrstuhl.
Ich weiß gar nicht, wo der... Okay, ist das... Wollen wir das machen? Ach komm, ich mach's einfach. Wir haben hier nichts zu verlieren. Ja, da war irgendwas mit Riddler drauf. Ja. Fahrstuhl sind immer groß weg. Zu leicht! Denk mal drüber nach! Ich habe mich in einer kleinen Mietkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremse lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor. No way. Allen. Shit. Killer Croc. Killer Croc. Scarecrow. Vor mir im Stringtanker. Oh, geil. Vor mir im Stringtanker. Bitte hilf mir, Batman! Nein! Shit. Warum ist alles so schief? Ich krieg Angst. Oh, Digga, Leute, es kann sein, dass ich den Part gleich beende. Aber mit einem plausiblen Grund, weil wir haben gerade 3 Uhr nachts und ich nehme diesen Part um 3 Uhr nachts auf und ich habe ein bisschen Schiss, weil das ist die gruseligste Stelle im ganzen Spiel. Und da übertreibe ich jetzt wirklich nicht. Und hier sind Gegner. Shit, ich hab keinen Bock darauf. Es tut mir leid, Jim. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Na. Bring Commissioners Murder. Murder! I'm a Big Bad Murder! Wo leben wir hier? Ah. Einfach durch da. So, Leichenhaus. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Und Leute, mit diesem... Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Beende ich den Part, damit es schön spannend wird. Und damit ihr euch auf Part 5 freut. Oder 6. Bis dann und ciao.